Hey Skatfreunde, heute präsentiere ich euch meinen ganz persönlichen Rückblick auf das Skat Masters Finale 2023. Groß im Bild seht ihr einmal die drei glücklichen Finalisten Matthias, meine Wenigkeit und Thomas, offensichtlich schon im Fernsehstudio, offensichtlich schon in Wettkampfmontur und auch allerbester Laune. Allerdings, das letzte Wort war noch nicht gesprochen, die letzte Karte noch nicht gespielt. Das Foto ist vor dem großen Finale entstanden. Und aus diesem Finale, aus dem Wettkampf, möchte ich euch jetzt so 4, 5 Spiele mal präsentieren. Schlüsselspiele, wie ich sie in Erinnerung habe, wie ich sie empfunden habe. Und inzwischen wissen ja die meisten auch, wie das Finale ausgegangen ist. Wer es noch nicht weiß, der kann es jetzt spätestens erfahren. Und was ich an der ganzen Geschichte jetzt auch nochmal besonders spannend finde, ist, wenn dann in 2 Monaten ungefähr, Anfang Oktober, die offizielle Veröffentlichung aus dem Fernsehstudio, sowohl im Free TV auf D-Max als sehr wahrscheinlich auch auf YouTube in voller Länge erfolgt, dann einmal abzugleichen, ja, wie genau habe ich mich denn wirklich erinnert? Und erzähle ich denn manchmal auch Quatsch, wenn ich Partien, die ich noch im Kopf habe, hier analysiere? Also wie genau deckt sich eigentlich meine Erzählung mit dem, was dann amtlich in Ton und Bild festgehalten ist? Das also auch für mich eine ganz interessante Geschichte. Ja, bevor wir zur ersten Partie kommen, habe ich noch 2 Punkte. Einmal am Wochenende, konkret jetzt am 12. August, startet die Skat-Europameisterschaft in Magdeburg. Wer nicht persönlich dabei ist, kann sich auf Skatguru wie üblich informieren über den Fortgang des Geschehens. Also verfolgt gerne mich und andere bei der Skat-Europameisterschaft. Und dann habe ich natürlich auch noch eine weitere Frage. Wem ist es aufgefallen? Hier, neues Layout, das neue Skat-Freunde-Layout. Es wächst, es gedeiht, mein Skat-App-Projekt. Gerne dürft ihr dem Discord beitreten, aber gerne auch einfach mal in den Kommentaren oder in den Likes euch äußern, wie euch dieses neue peppige Layout gefällt. Also ich persönlich bin absolut begeistert. Mein erster Auftritt als Alleinspieler nach einigen Partien in Mittelhand mit dieser Premium-Karte. Ich habe das Spiel bei 18 bekommen und war dann kurz am Überlegen, ob es hier eine der seltenen Gelegenheiten ist, wo das Farbhandspiel der Aufnahme mit der Hoffnung, zum Grang zu finden oder sein Spiel zu verbessern, vorzuziehen ist. Ich habe mich dann tatsächlich hinreißen lassen, reinzuschauen. Allerdings in der nachträglichen Analyse denke ich, ja, das wäre genau so eine Karte gewesen, das Spiel wird nur mit 2 Bauern eigentlich zum Grang und selbst mit dem 7. Trumpf oder einem weiteren Ass werden die Schneiderchancen nicht notwendigerweise signifikant gesteigert. Von daher Kreuzhand, denke ich, ist hier die beste Wahl, wäre die beste Wahl gewesen. Wie gesagt, ich schaute rein, habe meiner Neugier und der Hoffnung auf 2 Buben freien Lauf gelassen, fand dann nur 1 Buben. Was die andere Karte war, kann ich gar nicht mehr ganz genau sagen. Es war kein Kreuz, es war kein Herz, es war kein Voller, wahrscheinlich war es nicht Karo Dame, aber welche auch immer es war, ich habe sie gemeinsam mit der Herzlusche gedrückt und jetzt Kreuz annonciert. Im Aufschlag habe ich irgendwas gestochen. Und jetzt erste Frage in die Runde, wie sollte ich das Spiel fortsetzen? Genau, mit einer Kreuz-Lusche, mit einem Unterzug, das ist die beste Schneiderchance. Gegen Trumpf 2-2 stellt sich die Frage ja sowieso nicht, da ist es immer Schneider. Und gegen Trumpf 4-0 stellt sich die Frage auch nicht, da ist es ganz egal. Die relevanten Verteilungen, die zu betrachten sind die 3-1 Verteilungen. Und da gibt es tatsächlich, aber man muss schon mit der Lupe danach suchen, eine Verteilung, wo tatsächlich der Kreuzbube, den ich jetzt geschafft habe zu spielen, die einzige Schneiderchance ist. Das wäre nämlich, wenn Mittelhand auf diesen 3 Trümpfen hier steht und sich jetzt dann entscheidet, die Trumpf 10 aufzugeben, in der Annahme, dass ich noch Karo Bube und Trumpf Ass habe. Dann wäre genau der Kreuz Bube die Schneiderkarte, aber die häufigeren Verteilungen, die häufigeren 3-1 Verteilungen sind natürlich die, wo ein Bube blank steht. Das könnte nämlich der Pik Bube sein oder der Herz Bube und so war es hier auch. Das heißt, gegen so eine Verteilung, ich weiß jetzt nicht mal mehr genau, wo die 3 Trümpfe standen und wo der eine Trumpf, hätte ich es mit dem Unterzug Schneider gespielt und mit dem Kreuz-Buben-Zug
War jetzt eben schneiderfrei. Zwar habe ich hier ein volles bekommen, aber danach gab es eben noch zwei Stiche mit Schmierung. So gesehen habe ich gleich gedacht, Moment, Daniel, du hast hier ein super Spiel und hast im Prinzip mal mindestens 12, vielleicht sogar schon 24 Punkte eingestellt, weil du hier nicht Hand gespielt hast und den Schneider nicht mitgenommen hast. Das ist eigentlich kein richtig überzeugender und kein guter Start in die Partie. Aber okay, wir sind hier aufgeregt, wir sitzen im Fernsehstudio, jetzt aber einmal das als Wachaufmoment nutzen. Und so habe ich das versucht umzusetzen. Dennoch, ja, nicht unbedingt eine Sternstunde aus meinen Skatkünsten. Irgendwann gab es dann den ersten Aufreger, ich in Vorhand mit der Karte. Ich meine, es war Spiel 7. Wenn es Spiel 7 war, dann müsste Matthias 4-0 mit guten Spielpunkten dagestanden haben, Thomas und ich jeweils 1-0 mit einem kleinen Farbspiel. Also Matthias schon einen satten Vorsprung und er hat jetzt hier 12 Karten in der Hand, wird gleich Herz taufen und ich habe logischerweise hier gleich die Partie mit dem Karo Ass eröffnet. Das ist, denke ich, sehr naheliegend. Ich werde aber an der Stelle einfach schon mal die komplette Verteilung offenlegen. Da können wir das als erstes nämlich mal sehen. Der Matthias hat hier eine sehr starke Karte. 6 Trumpf mit 3 Bauern und Trumpf Ass. Hat jetzt allerdings diese Geschichte, dass er 3 Zwillinge an der Seite hat, was in der Drückung immer ein bisschen unangenehmer natürlich ist als ein Drilling und ein Blanken. Er kann sich ja hier im Wesentlichen entscheiden, eine Farbe frei zu drücken. Er könnte auch die Pik 10 und eine Karolusche drücken, was in Mittelhand durchaus plausibel ist. Man kann sogar auf die Idee kommen, auch den Kreuz König und die Pik 10 hier zu drücken, aufgrund der Trumpfstärke, also die sämtlichen Augen aus dem Blatt rauszudrücken. Ich denke, da ist erst noch mal alles möglich und nichts komplett irgendwie dusselig oder verwerflich. Ich selber würde wahrscheinlich, wenn ich eine Farbe wegdrücke, sogar lieber die beiden Karoluschen drücken und die Chance im Blatt halten, mit der Pik 10 einen Stich zu machen. Andererseits bei den eigenen starken Trümpfen will man natürlich im Zweifel auch nicht viele Augen abgeben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Matthias hat jetzt 10 Augen in Pik gedrückt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Pik 10 dabei war. Mag sogar sein, dass er 14 gedrückt hat, aber glaube ich an sich nicht. Ich glaube, es werden 10 Augen gewesen sein und Thomas stand entsprechend auf ungefähr dieser Karte. Spielverlauf jetzt wie folgt: Karo Ass, Karo Lusche, Karo König. Sehr häufig wird ja jetzt die nachgespielte Karo 10 gestochen, weil eben auch in Mittelhand sehr häufig dann genau in so einem Fall 1-1 gedrückt wird oder eben sowieso nur ein Karo da war, ne? Es kann natürlich auch sein, dass Mittelhand noch 2 Karos hat, aber wie es auch sei, ich habe ja eigentlich hier wirklich keine andere und bessere Fortsetzung. Und dass jetzt tatsächlich auf die Karo 10 noch zweimal bedient wird, auch hier übrigens nicht ganz sicher, ob Karo Dame vielleicht sogar beim Alleinspieler saß. Aber wir hatten nach diesen ersten beiden Stichen 28 Augen. Und das ist für mich natürlich ein Stück weit überraschend und ein sehr positiver Start in diese Partie gewesen. Da kannst du an sich nicht unbedingt mit rechnen. Und wo ich ja eben selber auch 3 Trumpf habe, ist es jetzt natürlich eine ausgesprochen naheliegende Fortsetzung hier mit der Karolusche. Die habe ich auch gewählt. Und aktuell kann Matthias das Spiel noch aus eigener Kraft leicht gewinnen und dazu müsste er jetzt eben den Kreuz König abwerfen. Und ich glaube, auch das ist an sich ja ein naheliegender Zug. Klar, kann einmal geschmiert werden, aber danach gibt er ja, wenn nicht dann Kreuz Ass abgestochen wird und wenn nicht dann 5 Trümpfe dagegen stehen, nur noch einen Trumpfstich ab und hat also im weitesten Sinne fast immer sicher gewonnen. Das ist also auch der erste Moment, wo ich gemerkt habe, der Matthias spielt einen soliden Skat, zählt mit, zählt die Trümpfe, hat die Übersicht, aber das ist eine, sage ich jetzt mal, ein Fehler, den er hier gemacht hat, der eben sehr wahrscheinlich üblicherweise eher einem Hobbyspieler passiert und nicht jemandem, der schon, sage ich jetzt mal, sehr lange im Geschäft ist, denn er hat jetzt tatsächlich hier mit der Herzlusche gestochen und damit hat er jetzt tatsächlich die Partie auf Verlust gestellt. Natürlich hat Thomas als Zweitrümpfer hier mit der Trumpf 10 übergestochen. Wir hatten 38 Augen liegen. Es kam jetzt ein Unterzug unterm Pik Ass, was auch absolut in Ordnung ist. Wir hätten die meisten Augen jetzt tatsächlich gemacht, wenn er seine letzte Trumpflusche rausspielt.
Kreuz durfte er allerdings nicht treffen und Pik ging eben auch noch, denn ich bin hier mit der Dame drauf, in der Annahme schon, dass das ein Unterzug war. Und jetzt hat Matthias hier, was auch die beste Fortsetzung für ihn ist, den Kreuzkönig abgeworfen. Das Problem, wir stehen halt jetzt auf 45 Augen. Ich wusste jetzt noch nicht sicher, ob wir gewinnen. Natürlich war der Sechstrümpfer schon fotografiert, weil es war eben klar, mein Partner hat noch einen Trumpf. Die Frage ist, wer hat die letzte Trumpflusche, die ich noch nicht kenne? Wenn das mein Partner ist, dann sollten es an sich ganz natürlich 60 werden. Damit jetzt nichts mehr schief gehen kann und auch alles geklärt ist, habe ich jetzt Kreuz gespielt, um das blanke Ass quasi hier auch jetzt zu sehen und meinem Partner auch zu zeigen. Das fiel dann auch. Matthias hat den Unterzug mit Karo Buben gespielt, der natürlich in der Situation richtig ist, der aber bei Trumpf 3-1 ihm natürlich nicht hilft, denn ich habe den selbstverständlich nicht mitgenommen. Und weil hier die Lusche fiel, war in dem Moment eben auch klar, jetzt werden es 60 Augen, denn wir müssen noch ein Bild vom Thomas bekommen. Und jetzt ist eben im achten Stich die Überraschung passiert. Ich bin mir sogar sicher, dass jetzt eine Lusche noch kam. Das heißt, da war beim Thomas jetzt noch eine Lusche. Ich weiß nicht, ob er vorher anders abgeworfen hatte. Auf jeden Fall, so war tatsächlich dieser Stich zu meinem großen Entsetzen selbstverständlich, denn ich wusste ja, dass da noch das Pik Ass ist. Ich wusste, dass wir 45 haben und jetzt haben wir eben nur 49 gemacht. Und naja, da waren eben dem Thomas irgendwie die Nerven haben versagt oder es war der Konzentrationsfaden gerissen. Ist mir selbstverständlich auch schon passiert in Online-Streams besonders und deswegen in dieser Atmosphäre einfach konstant alles richtig zu machen. Das ist nicht so leicht, wie es sich, aber das ist leichter gesagt als getan. Dennoch im Prinzip muss man sagen, im achten Stich, wo alles geklärt war, war das natürlich für mich oder auch für uns eine sehr, sehr bittere Pille, dass der Chipleader, um es mal so zu sagen, jetzt also so leicht ein Spiel geschenkt bekommt, was er im Prinzip sich selber verloren hat. Und ja, das war dann sicher auch einer dieser Schlüsselmomente, der mir allerdings natürlich auch ein bisschen geholfen hat, die Spieler am Tisch einzuschätzen, ne? Die sowohl die Spielstärke als auch ein bisschen die Nervosität. Nichtsdestotrotz weitere Punkte für Matthias, der zog erstmal davon. Wir sind in Spiel 18 angekommen und die Liste hat sich für Thomas und für mich nicht gut entwickelt. Entsprechend gut hat sie sich für Matthias entwickelt. Der stand inzwischen bei 8:0, 848 Spielpunkten, Thomas bei 4:1, 200 über den Daumen, ich bei 3:0, 250 über den Daumen. Und ich bekam diese Karte, fing an zu reizen, Thomas hat gehalten und ist dann erst auf 24 ausgestiegen. Natürlich ist es ein schöner Ansatz, aber selbstverständlich kann man auch in einer anderen Situation, wenn der Abstand nicht so groß ist, überlegen, ob es überhaupt noch eine gute Idee ist, wenn da 18 gehalten werden, in Mittelhand weiter zu reizen. Denn es ist Mittelhand, es sind nur 5 Trümpfe mit einem Seitenass. Es besteht natürlich auch die Gefahr, bei höherer Reizung sich mit dem dunklen Buben zu überkaufen. Also im bisherigen Turnierverlauf inklusive Halbfinale habe ich ganz sauber 43:1 Spiele gemacht. Die wird man nicht so oft hinlegen, wenn man regelmäßig diese Karten hier ausreizt. Aber in der aktuellen Situation ist es natürlich völlig ohne Frage, dass ich jetzt so einen Ansatz nicht laufen lassen konnte. Es ist vielleicht ein Stück weit bezeichnend, dass ich nicht mal mehr genau weiß, ob ich jetzt Kreuz 10 oder König in der Hand hatte. Und auch bei Pik 9 Dame bin ich unsicher. Also in einer Situation, wo die Punkte enger zusammen sind, sind das sicher ganz entscheidende Unterschiede, die einem auch bei der Blattbeurteilung noch vielleicht das Zünglein an der Waage sind oder den Ausschlag geben, ob du ihn reizt oder nicht. Aber in der Situation war es an sich völlig egal, was diese beiden dunklen Karten hier waren. Ich war verpflichtet, das Ding an sich zu reizen und habe es eben für 24 bekommen und jetzt jeweils eine in den dunklen Farben dazu gefunden. So sah das Spiel jetzt nach der Skataufnahme aus. Und jetzt ist natürlich immer, auch wenn es keine gute Findung war,
es ist ja noch nicht komplett hoffnungslos, ne? Die Frage ist jetzt so ein bisschen natürlich, was drücken wir? Und um zu dieser Entscheidung zu kommen, wie schätzen wir das Spiel überhaupt ein? Ne? Wenn wir es sehr stark einschätzen, könnte man drei Augen Pik drücken und sagen, naja, hat man doch eine geschlossene Beikarte irgendwo und ein Kreuz auch einen sicheren Stich drin. Ich habe allerdings nicht so ein gutes Gefühl gehabt, eben aufgrund der Gegenreizung und passen auf 24. Natürlich, Thomas musste auch was tun. Das heißt, klar, der konnte auch irgendwas reizen. Es kann auch wirklich null gewesen sein. Kam mir aber von der ganzen Körpersprache nicht so vor. Kam mir eher so vor, als hätte er eben entweder wirklich selber nur über den Null rübergehoben oder eben tatsächlich auch einen einfachen Kreuz. Das ist ja nicht komplett ausgeschlossen. Und wenn da eben wirklich ein einfacher Kreuz gereizt wurde oder auch sonst eine Stärke ist, die ihn motiviert hat, über Null rüber zu reizen, dann habe ich einfach nicht das Gefühl, dass hier alles so glatt steht, dass ich mit so einer ja, 0815-Drückung hier einfach durchkomme. Ne? Man könnte übrigens selbstverständlich auch mal auf die Idee kommen, einfach 14 Augen Kreuz zu drücken mit einem einfachen Plan, Kreuz Ass im Spielverlauf stechen und Karo Doppelläufer, ne? Auch in drei Stichen hin. Alles möglich. Letztlich aufgrund der Einschätzung, dass das, aufgrund der eher pessimistischen Einschätzung meinerseits jetzt, habe ich mich für eine andere Variante entschlossen, die ihr ja von mir, denke ich, auch kennt, wenn ihr fleißig meine Videos schaut. Diese Farblängenkonstellation in Mittelhand, die ruft sehr häufig auch danach, die dunklen Farben wieder zu splitten. Also Pik Dame in den Keller und Kreuz 10 wäre dann die übliche Herangehensweise. Jetzt bin ich aber natürlich auch ein Spieler, der ein Stück weit Fuchs genug oder auch verrückt genug ist, nennt es wie ihr wollt, mal zu sagen, ich habe mich hier an sich sowieso stark darauf committed, dass ich mit Kreuz hier den Stich machen muss. Und ich habe das ja genau auch so gedrückt, weil ich aufgrund der Reizung es für sehr plausibel halte, dass Vorhand einen Kreuz gereizt hat, dass der vielleicht da im Kreuz Ass zu viert und zwei Buben steht und dann ist sehr häufig der erste Stich ja Kreuz Lusche oder Kreuz Dame. Ne? Und dann ist es eben auch nicht so schön, die beiden Pik gedrückt zu haben, denn selbst wenn man mit der Kreuz 10 den ersten Stich macht, bringt einen das noch nicht richtig weit. Nach einer Trumpfrunde kommst du in Mittelhand, dann kommt auf jeden Fall Kreuz Ass raus. Ne? Und auch 14 Augen Kreuz zu drücken, wenn dann Kreuz 9 oder Dame auf den Tisch kommt, sieht halt auch nicht super klug aus. Dann sieht es wirklich super gut aus, wenn man genau ein Kreuz in der Hand hat. Das könnte eben der König sein, aber ich fand das Spiel eben schwach genug, mich schon ganz stark so zu committen und diesen Bluff zu spielen, also 6 Augen quasi zu riskieren, um dafür, wenn die Kreuz 10 durchläuft, wenn Kreuz unter durchkommt, auch wirklich dieses Überraschungsmomentum noch zu haben und sicher zu sein, dass danach Kreuz Ass dann auf den Tisch kommt. Na, gut, jetzt kann man sagen, wenn die 4-1 stehen, wenn du das gerechnet hast, dann wird dann auch gestochen und übergestochen, aber die können ja auch immer noch mal dann trotz alledem 3-2 stehen. Also es war mir, sagen wir mal, ein bisschen dieser Spaß wert, beziehungsweise dieser Bluff. Und insgesamt gesehen sicher so oder so war mir klar, das ist hier ein All-In-Spiel. Wenn das jetzt rumgeht, dann ist der Vorsprung von Matthias so groß, dann wird es extrem schwer. Also, so war die Ausgangssituation, so war die Ursprungskarte gefunden und gedrückt mit der Begründung. Dann ging es los zum Herzspiel. Erster Stich, Pik Ass, Pik Lusche, Pik 10, ein erster Nackenschlag, selbstverständlich nicht besonders erfreulich, dass da auf die blanke Lusche die 21 getroffen werden. Jetzt kam der zweite Stich, Kreuz Lusche, Kreuz 10, Kreuz Ass. Und ja, also mit meiner Drückung war ich selbstverständlich jetzt komplett aufgeflogen. Das war natürlich eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was die anderen jetzt gedacht haben, aber so leicht, so schnell nach zwei Stichen 42 sieht man halt beim Skat auch nicht oft. Also hat auch eine gewisse Kuriosität und gewisse lustige Seite, muss man sagen. Für mich an sich interessant, wie weit ich bei diesem Spiel noch gekommen bin. Es lief tatsächlich so, dass im Ausspiel zum neunten Stich aus meiner Karte theoretisch ein Sieg noch möglich war. Ich zeige deswegen einfach mal jetzt, wie die Karte verteilt war und wie der etwas kuriose weitere Spielverlauf war.
Natürlich war der Kreuz jetzt blank gekommen. Thomas hatte in Vorhand 5 Trumpf dagegen mit den beiden Alten und dieser Herz 10 zu dritt. Seine Reizung war jetzt nun absolut auch noch kein Gemälde, aber er war natürlich auch verpflichtet. Er hatte neben den beiden Alten und den 5 Trumpf ein Herz noch das Pik Ass dabei und die Kreuz Lusche, das sind die jetzt schon fehlenden Karten. Und jetzt kam Kreuz Dame hinterher, ist ein logischer Zug und selbstverständlich ist die Annahme, dass ich den Kreuz König habe, auch ausgesprochen plausibel. Thomas hat jetzt eben hier gestochen, nur mit der Dame, muss man sagen, zu meinem Unglück, das wäre ja wirklich sonst noch ganz kurios gelaufen. Aber ich finde, auch den überhaupt einzustechen, ist schon fragwürdig. Ne? Klar, sie hatten 42 liegen, er hat noch diese 5 Trumpf in der Hand, das Ding war wahrscheinlich im Geiste komplett geritzt. Dennoch denke ich, es war auch wieder so eine kleine Unschärfe, die ein bisschen vielleicht auch seine Nervosität zeigt. Denn Abwurf Karo 7 muss ja eigentlich besser sein, auch wenn ich den Kreuz König habe, der nach dem Pik Ass 10 weg ist und Kreuz Ass 10. Wenn ich jetzt nicht Karo Ass 10 habe, dann werde ich ja das Spiel sowieso nicht gewinnen. Und jetzt kann durch Abwurf Karo 7 eben dann auch noch die Karo 10 so oder so quasi sicher bei den Gegnern verbucht werden. Damit wäre es natürlich ein ganz leichter Sieg gewesen. So lief es jetzt aber. Ich natürlich übergestochen. Wupp, sofort den Doppelläufer gezogen. Den brauchte ich ja ohnehin. Der kam auch. Wer jetzt hier welche Lusche und wer und Bilder gehabt hat, das weiß ich nicht. Das war ja in dem Sinne keine interessante Information, sondern überhaupt, dass der kam. Jetzt bin ich mit einer Trumpflusche vom Spiel gegangen. Ich weiß auch nicht genau, ob ich jetzt 7, 8, 7, 9, 8, 9 hatte. Ich weiß auch nicht, welche gespielt hatte. Ich weiß, es fiel eben Karo Bube und Trumpf 10. Und nach dem furiosen 42-Augen-Start sind die Gegner jetzt ja erst bei 54. Es kam eine Kreuzlusche, es wurde die letzte Tieflusche fallen gelassen, das konnte ich natürlich auch. Hab die Karolusche abgeworfen, Stehkarte, aber ich komme ja viel zu kurz, deswegen auf 0 Augen, einmal den losgeworden. Und jetzt lag eben tatsächlich dieser Stich, der mir zumindest ganz kurz noch die Fantasie gegeben hat. Es gibt hier sogar noch eine Siegverteilung, natürlich gestochen. Und wenn jetzt die Buben verteilt kommen, dann haben sie tatsächlich erst 58. Ne? War jetzt nicht der Fall. Ich glaube, wenn das der Fall gewesen wäre, dann wäre der vorige Spielverlauf eben auch nicht so in meinem Sinne gelaufen. Das wäre quasi ausgeschlossen, dennoch ein Stück weit kurios. Jetzt fielen eben hier aber nicht nur 4 Augen, sondern es gab noch die 6 extra Augen auf 64 für die Gegner. Und das heißt natürlich, wenn ich jetzt Kreuz 10 gedrückt hätte und den König oben gehabt hätte und es dennoch genau den gleichen Verlauf gegeben hätte, hätte ich noch mit 62 oder was, oder 64, was hatten sie jetzt, 64, also hätte ich noch mit 62 das Spiel tatsächlich gewonnen, aber wie gesagt, das ist alles extrem unwahrscheinlich und alles reine Spekulation. Ich glaube, das Spiel hätte ich wahrscheinlich jetzt nur gewinnen können, wenn ich Pik Dame Lusche gedrückt hätte und dann wahrscheinlich sogar im ersten Stich noch nicht das Trumpf Ass draufgelegt hätte, sondern nur den König, direkt Karo Ass 10, dann Herz Bube und falls ich am Stich bleibe, mit Pik wieder gar nicht. Pik gedrückt hätte, kann ich auch nicht mit Pik vom Stich gehen, ne? Dann eben mit Kreuz König und je nachdem, was dann mit dem Kreuz König passiert, hätte ich das Spiel vielleicht so gewinnen können, vielleicht aber auch nicht, wenn Kreuz ausgenommen wird. Anyway, das ist passiert. Mein All-In-Spiel chancenlos verloren. Damit jetzt der Zwischenstand Matthias bei 888. Das ist auch der Grund, warum ich so genau seinen Punktestand wusste. Na, die Schnapszahl konnte ich mir natürlich merken. Müssen vorher also 848 gewesen sein. Thomas jetzt irgendwie mit den 40 Extrapunkten bei 250 und ich noch irgendwie bei 130. Also Tischletzter abgeschlagen. Und jetzt kam auch noch Pause. Break, Interview, ne? Interview, wie läuft denn das Turnier und wie schätzt du die Gegner ein? Also da hast du natürlich richtig Spaß nach diesen Vorfällen. Bis dahin an sich, so ist eben Skat, kaum was falsch gemacht. Beispiel mit dem verschenkten Schneider habe ich ja gezeigt. Aber ansonsten an sich eine reine Weste und trotzdem komplett wehrlos jetzt 700 Punkte hinten und entsprechend habe ich mich im Interview pessimistisch geäußert, der Drops ist gelutscht.
Es geht jetzt an sich dann nur noch darum, wer wird Zweiter, wer wird Dritter. Das stimmt natürlich nicht. Es kann beim Skat natürlich auch ein 700-Punkte-Rückstand in einer halben Serie in 18 Spielen aufgeholt werden. Aber man muss sagen, das ist nicht besonders oft der Fall. Und es ist auch nicht so, dass ich ja hier Studenten am Tisch hatte. Der Matthias hat einen sehr soliden Eindruck gemacht dafür, dass er ja selber gleich gesagt hat, hey, ich bin im Prinzip absoluter Hobbyspieler, ne? Der hatte genau den Überblick über die Punkte, über die Trümpfe und so weiter. Also der hatte sich auch nicht viel zu Schulden kommen lassen und hat souverän seine guten Karten vorgetragen. Und ja, so gesehen hatte ich jetzt nicht einfach den Eindruck, naja, hier die 700 Punkte, die holen wir doch ne, easy noch auf, sondern nein, ich war wirklich bedient. Nach diesem Verlustspiel hatte ich das Gefühl, hier geht gar nichts mehr. Und dann wurde es zu meiner eigenen Überraschung, aber sicher auch zur Spannung oder zur Erbauung aller nochmal richtig spannend. Es begann tatsächlich eine kuriose Aufholjagd, die dazu führte, dass dieses Spiel, Spiel 31, noch als weiteres Schlüsselspiel erwähnenswert und interessant und spannend ist. Direkt nach Halbzeit spielte der Matthias noch das 9. und 10. Spiel, war zu dem Zeitpunkt, denke ich, mal mindestens 800, wenn nicht sogar schon 900 Punkte vor mir. Dann aber kam richtig schönes Material bei mir an. Ging los mit dem Gang mit Vieren Schneider. Damit hatte ich dann den Thomas schon wieder überholt. Genau ein Spiel später habe ich tatsächlich in Mittelhand nochmal eine sehr dürre Karte, absolut fragwürdige 18 gereizt, weil nach so einem Gang mit Vieren sofort ist das Momentum so ein bisschen anders und die Stimmung. Und ich dachte, na, vielleicht geht da doch noch was Richtung Matthias. Hab jetzt also mich zu 18 hinreißen lassen, habe das Spiel bekommen, schlecht gefunden und jetzt ein 0 verloren, hätte man auch gewinnen können. Die Verteilung war aber nicht so. In einer Farbe hatte ich 7, 10 zu 4. Die hätten dann schon mal ordentlich stehen müssen, war nicht der Fall. War also schnell verloren. Dann nach diesem zweiten Verlustspiel war ich wieder hinter Thomas und natürlich wieder das Gefühl, okay, Angriff funktioniert heute nicht. Es geht nur noch um den zweiten Platz. Und dann kam aber plötzlich richtig gutes Material. Also ein Gang nach dem anderen. Ich glaube, da war auch mal ein Springer Grand Hand dabei, wo die Buben verteilt kommen müssen. Da waren dann auch dreimal, glaube ich, Grand ohne Zweien dabei, wo idealerweise die Buben auch verteilt kommen. Einmal auch zwei Asse gefunden. Plötzlich lief alles wie am Schnürchen. Ich kam so gut ran, dass ich hinten raus in den letzten Gangs schon nicht mal mehr die All-In-Züge mit dem Bauern raus auf Schneider probiert habe, sondern schon wieder auf Sicherheit gespielt habe. Nicht mehr für eine bessere 50-50-Chance eine Niederlage riskiert habe. Und ja, das ganze Momentum hatte sich gedreht. Matthias ist äußerlich extrem abgeklärt geblieben, aber mir war natürlich klar, wo ich jetzt so an ihn rangaloppierte und da gar kein Spiel mehr war, dass der natürlich, dass dem das auch ein bisschen nahe ging. Also Kaffeekränzchen nach Motto zur Hälfte ist hier schon alles erledigt und wir spielen noch einfach die paar Karten runter. Das hatte sich erledigt. Ich war am Kommen, hatte auch eine dankbare Karte dafür, muss man sagen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie übertrieben coole Züge oder irgendwas richtig gemacht hätte. Ich hatte einfach jetzt die guten Karten. Thomas hatte sehr wenig Material. So gesehen kam ich jetzt noch richtig ran und das macht diese Partie, Spiel 31, bin ich mir ziemlich sicher, dass es das war, auch nochmal ausgesprochen interessant und natürlich erwähnenswert. Der Vorsprung von Matthias war irgendwo auf zwischen 300 bis 400 Punkte, ich meine schon eher Richtung nur noch 300 Punkte zusammengeschnurrt und wie gesagt noch 6 Spiele zu kommen, das jetzt hier eben das 31. Ich halte in Vorhand von Matthias 18, der seit langer Zeit überhaupt mal wieder 18 geboten hat, dann sagt er mir 20 und jetzt wird es natürlich auch von der Reizentscheidung sehr interessant. Ich denke natürlich, dass ich eine extrem starke Gegenkarte auch habe, wenn er etwa Kreuz tauft oder auch vielleicht na, Herz, könnte das auch was wert sein, aber eher natürlich habe ich hier auf ein Kreuz spekuliert, ob das dann ein 6-Trümpfer ist oder ein 7-Trümpfer. Ich habe keinen Trumpf, ich habe volle ohne Ende extrem starke Gegenkarte und natürlich es ist auch für mich viel besser natürlich, wenn Matthias noch ein Spiel verliert, als wenn ich eins gewinne, denn dann der Verlust zählt doppelt. Es gibt noch 40 extra Punkte, also
auf 20 jetzt ausgestiegen, denke ich, eine absolut richtige Entscheidung. Thomas auch gepasst, Matthias bekommt das Spiel. So hat das dann gedrückt, aber ich zeige jetzt einfach mal gleich die komplette Karte. Er hat einfach wieder eine starke Hand, muss man sagen. Ne? Er hat den Sechstrümpfer mit drei Bauern und er hat das Kreuz Ass zu dritt drin, er hat das Herz Ass zu dritt drin und er hat interessanterweise Pik 10 und Dame gedrückt und da, also ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass die Karte so war und ist natürlich schon überraschend, dass er hier nicht den Pik gespielt hat mit irgendwie vier Augen im Keller. Also er könnte hier einen Sechstrümpfer spielen mit zwei Seitenassen. Er hat sich jetzt für den Kreuz entschieden, wo er quasi einen Seitenass weniger hat. Klar, gegen Trumpf zu 4-1-Verteilung gibt er so nur einen Trumpfstich ab, aber üblicherweise würde man doch eher das Beikartenass mitnehmen, denke ich. Und mit 13 im Keller, man kann auch auf selbstverständlich auf die Idee kommt, das Ding als Gang zu machen. Das ist dann schon sehr entscheidend, dass er hier die Könige hat und nicht etwa nur die Damen, weil da der Unterzug entweder die 10 rausholt und den König etabliert oder eben jemand die 10 noch behalten muss, auf die er dann gehen kann. Also ich glaube persönlich, ich hätte entweder hier den Pik gespielt oder den Grang, aber sehr unwahrscheinlich, dass ich auf den Kreuz gekommen wäre. Wobei man sagen muss, ist auch ein Riesenspiel. Ne? Also der Matthias hatte schon dann ganz ordentliche Karten. So war gedrückt. Ich habe überlegt natürlich, wie komme ich raus, dass Karo keine gute Ausspielkarte ist, ist hier klar, weil halt gerade Dame König fehlen. Wenn du selbst den König hast, kannst du auch den Karo König mal aufmachen. Ich habe jetzt schon tatsächlich mit dem üblichen Spiel gerechnet. Sechs Trümpfer mit einem Drilling und einem Single, weil es einfach die häufigste Verteilung ist und habe jetzt Pik Ass aufgeschlagen. Sah im ersten Moment wie eine gute Idee aus, als Matthias bedient hat, sah im zweiten Moment schon wieder nicht wie eine gute Idee aus, als von Thomas, von meinem Partner, die 8 kam, weil jetzt ja klar war, Alleinspieler hat 10 und Dame. Hab jetzt überlegt, ob ich jetzt die Farbe wechsle, bin dann aber zum Schluss gekommen, egal, wenn ich ihm die 10 hochgespielt habe und er vielleicht einen 7-Trümpfer hat, ist das Ding wahrscheinlich sowieso gelutscht. Wenn es nur der 6-Trümpfer ist, dann hilft es uns auf jeden Fall auch, wenn mein Partner hier einfach ihm Pik, König und 10 abstechen kann. Danach noch dennoch vielleicht noch ein Herzstich oder einfach zwei weitere Trumpfstiche. Also Pik, König hinterher und deckt natürlich auch die Chance ab, dass ihm Pik 10 gedrückt ist, wie es jetzt ja auch der Fall war. Also es fiel jetzt Kreuz, König. Und Thomas, der ja eben entsprechend 5 Trümpfe dagegen hatte, hat jetzt tatsächlich mit der Kreuz 10 übergestochen. Also ich sage zumindest mal fast ein bisschen ähnlich wie in meinem 18. Spiel, ein Stück weit fragwürdig. Ne? Er könnte also hier natürlich auch vertretbar auf die Idee kommen, jetzt irgendwie Herz 8 fallen zu lassen. Ich meine, Lusche Dame, Dame König ist jetzt natürlich auch kein richtig schöner Abwurf. Ne? Eine blanke Lusche hätte er selbstverständlich sofort fallen lassen. Oder auch aus der Doppellusche hätte er vielleicht eher abgeworfen als aus Lusche Dame jetzt. Ne? Man kann aber auch natürlich aus seinem Blatt nicht sagen, dass jetzt irgendwie er schon einen, nur weil er 5 Trumpf dagegen hat, dass der Sieg jetzt schon erzwungen war. Gerade wo bei Matthias jetzt auch nur eine Pik-Lusche war und die Pik 10 sehr wahrscheinlich gedrückt ist, kann der ja auch in dunklen Farben jeweils die vollen haben. Ne? Also von daher, ich weiß nicht, ob ich den, ich glaube nicht, dass ich den übergestochen hätte, aber so ist es passiert. Auf 29. Es kam dann ein Karo Dame und für mich war es jetzt natürlich leicht zu wissen, dass der Karo König auf keinen Fall blank bei Matthias ist, weil ich ja schon wusste, Pik 10 und Dame sind gedrückt und also einen blanken Karo König, das wäre der Bluff des Abends gewesen, da hätte ich ihm größten Respekt gezollt. Ich habe zwar hier einige volle, aber die brauche ich ja im Spielverlauf auch noch, weil mir natürlich klar ist, der Matthias wird natürlich noch das Herz Ass bestellt haben. Ne? Also im besten Sinne für ihn. Wenn er das Herz Ass nicht mehr hat, dann wird es noch schlimmer. Aber da er nur einen Pik hat und wohl keinen Karo, wird er noch ein paar Herzen haben. Also jetzt mit meinen Vollen zu schludern, war auch nicht angesagt. Von mir eine Karo-Lusche. Matthias kommt das erstmal ein bisschen ins Grübeln, aber er hat dann gestochen mit der Trumpf
Lusche, bin ich der Meinung. Und das ist ja auch plausibel. Er weiß noch nicht, dass die Trümpfe jetzt komplett einseitig stehen und jetzt eine Herz-Lusche abzuwerfen, was ja auch im Herz-Drilling kann der König ja auch später einen Stich machen. Bei Herz 2-2, das macht also auch keinen Sinn. Deswegen alleine reicht es ja auch hier, die Karo-Lusche zu legen. So, Matthias guckt, was ist denn jetzt los? Ja, und es war richtig was los, ne? Es war richtig Alarm, hat sich aber, muss ich sagen, ich habe natürlich jetzt ein bisschen auch geguckt auf die Körpersprache, ne? Stöhnt er jetzt auf, bricht er zusammen? Nein, er hat wieder absolut cool, hat das weggesteckt, obwohl eigentlich ja für ihn klar sein muss, das Ding ist jetzt, steht jetzt komplett auf Verlust, ne? Aber er hat sich nichts anmerken lassen, spielt weiter Herz-Bube, Pik-Bube von mir, das Karo-Ass. Damit sind wir jetzt, ja, wo stehen wir jetzt? Faden verloren, was hatten wir schon? Genau, 11 und 18, 29, jetzt stehen wir auf 44. Es kam der Karo-König. Und jetzt ist natürlich der Moment, wo ich da auch mit der Karo 10 hätte laufen können. Aber ich glaube selbstverständlich, es ist nicht der beste Zug. Ne? Es ist mir natürlich klar, auf Karo König, Karo Lusche, was ich jetzt gelegt habe, wird wahrscheinlich Herz Lusche abgetragen. Und dann muss mein Partner, hat offenbar weder Pik noch Karo, der hat nur noch Herz und Trumpf, aber er wird entweder noch einen Trumpfstich haben. Dann ist es egal, wie er weiterspielt, und wenn er keinen Trumpfstich hat, dann wird er ja einfach Trumpfeinschub finden. Das sind ja keine besonders schweren Züge, also ich war überzeugt, dass das funktioniert. Wenn ich eben mit der Karo 10 raufgehe, habe ich eben noch gesehen, dass wir möglicherweise das Spiel nicht gewinnen können, wenn da einfach gestochen wird, mit Trumpf Ass etwa mit und dann auf den Karo Buben gespielt wird. Ne? Ich wusste ja noch nicht ganz genau amtlich, wer den Karo Buben hat, auch wenn ich im Spielverlauf mir das schon ausgemalt habe und es plausibel war, dass es so sitzt, musste ich aus meiner Sicht diese Gelegenheit nicht geben. Also mit der Karo 10 kann ich möglicherweise hier das Spiel für uns verlieren. Deswegen bin ich hier unter, ne? Weil danach, logischerweise, es wird gestochen, es kann Trumpf rausgespielt werden, dann, wenn ich dann die Herz 10 schmiere, ne? Hier bei 44 liegen, dann sind wir bei 56 und da ist Rest mit Herz Ass König, wenn ich die Herz 10 nicht schmiere, ist sie weg, also ne? Der Volle war an sich nicht über. So, ich bleibe also unten, natürlich kam Herz 7 und warum habe ich das Ganze jetzt schon so dramatisch vorbereitet? Natürlich, weil jetzt dem Abby dem Thomas der zweite Fauxpas, der zweite Schnitzer des Abends quasi passiert ist. Ja, er hat jetzt eben tatsächlich sich hier um eine verzählt. Er dachte, da ist sowieso nur noch das Herz Ass. Er hat jetzt tatsächlich Herz Lusche gespielt und wir haben jetzt keinen Stich mehr gemacht bei 48 Augen liegen. War das natürlich. Und bei dem Punktestand am Tisch, wo es an sich nur noch zwischen Matthias und mir um Punkte ging, war das natürlich das zweite Mal eine ausgesprochene bittere Pille für mich. Thomas war super zerknirscht. Ich habe mich auch gefragt, ist das eine super geniale Idee, das jetzt hier zu zeigen? Aber die Wahrheit ist, es kommt ja sowieso. Ne? Das Video kommt sowieso raus. Und vielleicht kann ich ihn hier fast eher noch in Schutz nehmen und sagen, also Thomas, ich nehme das null übel, beim Skat passieren solche Dinge am laufenden Band. Ich selber habe, weiß ich, 2-3 Mal profitiert und dadurch erst überhaupt das Finale erreicht. Dann darf das halt auch mal andersrum passieren, dann darf auch mal ein anderer ein Spiel geschenkt bekommen, auch wenn das selbstverständlich in so einer Analyse hier offensichtlich ist, dass auch vielleicht nicht der superschwere Zug war in diesem Moment. Unter diesem Nervendruck ist es hier passiert und damit hatte der Matthias wieder die 400 Punkte Vorsprung. Spiel 35 und trotz des Vorfalls im 31. Spiel ist der Vorsprung von Matthias noch weiter zusammengeschrumpft auf jetzt noch 153 Punkte. Er stand ausgerechnet bei 1202 und ich bei 1049 Punkten und bekam im 35. Spiel bei 18 diese Karte. Nagelt mich nicht fest auf diese neuen Karten. Ich weiß, es war
zum 0 oder 0 wäre natürlich eine Fünferlänge ohne Knochen, eine Viererlänge ohne Knochen, dann einmal 8 und Bild und ein blankes Bild. Die beiden habe ich natürlich gedrückt und jetzt lediglich einen kleinen Moment drüber nachgedacht, ist jetzt hier der 0 oder der 0 wäre angebracht. Natürlich geht es dabei ganz konkret um den Vorsprung. Wenn ich ein 0 gewinne, hole ich 73 Punkte auf, dann brauche ich im letzten Spiel in Mittelhand noch 80 Punkte, also mindestens ein Herz mit 2. Wenn ich den 0 Uwehr gewinne, dann reicht mir im letzten Spiel jedes Gewinnspiel, dann wäre das die komfortable Situation, einfach blind 18 reizen zu können und damit den Matthias natürlich maximal unter Druck zu setzen und ein Showdown im letzten Spiel quasi mit aller Spannung zu garantieren. Wie gesagt, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, nochmal die Chancen im Geiste abgewogen, aber letztlich hatte ich von Anfang an eigentlich das Gefühl, ich werde hier den Null-Ouvert spielen mit blanker 8, so wie jetzt auch die Serie lief, beziehungsweise grundsätzlich so wie die Chance von diesem Null-Ouvert ist. Ich denke, deutlich über 80%. Auch als Null-Ouvert musst du den in der Situation, glaube ich, an sich spielen. Interessant wäre, und da schließt sich auch noch so ein bisschen der Kreis, was wäre denn, wenn ich in dem ersten Spiel, was ich gezeigt habe, den Schneider mitgenommen hätte und dann alle anderen Karten dennoch genauso gekommen wären. Dann hätte ich 12 Punkte weniger aufzuholen gehabt. Dann wäre hier im vorletzten Spiel auch der Null sicher die vernünftigste Ansage gewesen. So allerdings lichte ich jetzt den Null-Ouvert hin und was dann folgte, hat mich also einigermaßen fassungslos zurückgelassen. Es wurde das Spiel eröffnet und es ging jetzt so schnell und es war so trocken. Na, es fliegt der erste Pik weg auf den zweiten Herz, es fliegt der dritte Pik weg auf den dritten Herz und es ist im vierten Stich dann tatsächlich Pik Lusche und Abwurf, eine rote Karte. Abwurf auf jeden Fall. Ich habe das Spiel verloren, kann an der Stelle dem Matthias gratulieren, aber es saßen jetzt tatsächlich eben auch noch die Piken 4-2 verteilt in der gleichen Hand, wo die drei Herzen standen. Und Kreuz kam hier also gar nicht zum Tragen, dass in Kreuz ein Abwurf drin ist, ist ja klar. Ja, und so wie diese Serie lief, natürlich hatte ich irgendwie plötzlich das Gefühl, da gibt es irgendeine höhere Macht, die aus irgendeinem Grund möchte, dass ich hier meinen dritten Titel hole und vor allen Dingen, dass wir zu so einem richtig spektakulären Showdown im letzten Spiel noch kommen, wo es so knapp ist und stattdessen einfach jetzt mal hier so eine, ja, so ein K.O.-Schlag, ne? Der in dem Moment, wie gesagt, wirklich ein Stück weit unerwartet kam. Also, amtliches Endergebnis. Matthias gewann mit 1242. Ich hatte jetzt noch 900 und ein paar zerhackte. Das letzte Spiel gewann Thomas noch einen schönen Rang und kam damit auf 600. Also im Endstand 1200, 900, 600, alles eine ganz klare Sache eigentlich. Im Serienverlauf super kurios und spektakulär, super knapp am Ende. Ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut. Der Matthias, dufter Typ, sympathischer Typ, absolut coole Leistung einfach, ne? Hatte seine Nerven sowas von im Griff, also würdiger Gewinner. Dennoch natürlich so ein klein bisschen der Stachel in meinem Fleisch, dass wenn man sich die einzelnen Spiele der gesamten Serie anschaut, ich wahrscheinlich fast, wenn ich sogar gleichwertiges Material hatte wie der Matthias. Es war dann aber eben so verteilt, dass er am Anfang alle Spiele bekam und so einen großen Vorsprung hatte, dass ich mich im Mittelfeld der Liste schon eben genötigt sah, etwas schwächere Karten zu reizen und da zwei Verlustspiele einzufahren. Die eine habe ich gezeigt, so schlimm war das ja gar nicht, aber dennoch. Jetzt kamen die zwei leicht geschenkten Spiele hinzu, die er natürlich auch beide an sich aus eigener Kraft hätte gewinnen können. Aber er hat uns diese Chancen gegeben, wir haben sie nicht genutzt. Und ja, das ist dieser kleine Reststachel, der natürlich bleibt, dass ich hier möglicherweise mit den besten Karten nur deutlich den zweiten Platz belegt hat. Aber gut, so ist eben Skat. Beurteilt es gerne selber, schreibt mir mal ein bisschen in die Kommentare, wie euch dieser Rückblick gefallen hat, wie ihr einzelne Spiele oder das Gesamtbild bewertet. Und ja, damit freue ich mich auf eure Rückmeldung und wir sehen uns wie immer bald beim Skat. Gut Blatt!